Werden denn bei den Bossen maximal? Ne, ich bin auch einmal schon in Kapitel 1 gestorben. Okay. Weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe. Ja, wenn man nicht aufpasst, dann stirbt man schon mal. Aber ansonsten ist es ziemlich schwer, normal zu sterben. Was haben wir hier? Das ist doch was für dich, glaube ich. Komm mal her. Da. Dann kriegst du wenigstens mal ein bisschen Leben. Tatsache. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, ich habe vorhin deinen tollen neuen LP-Part geschaut, wie du Wirklich, dann wahrscheinlich hast du auch gemerkt gleich deinen hast. Kommentar an meine Freundin geschrieben. Ja, so 3 Zweifel Gut einfach. gemacht. Da sie ja jetzt auch einen YouTube-Account hat. Ja, Also das das ist ein hat sie. Erfolg. Was hast du denn da Herrlich Schönes was. gemacht? Du hast 50 Elite-Gegner getötet. Yay. So gut, oder? So gut. Es ist ein Anfang, ja. Kommt eben, weil ich kein lieber Spieler bin. Was vielleicht verkehrt ist, aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ja, den ganzen Tag keulen. Nö, 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 das stimmt ja nicht. Ich bin ja nicht du. Ich auch nicht. Nein, was machst du denn so den ganzen Tag? Erzähl es mir. In letzter Zeit TF2 spielen, aufnehmen, rendern, hochladen. Gestern habe Müsste ich. mit deinem Supercomputer doch eigentlich alles gleichzeitig gehen, oder? Na, hochladen und zocken ist immer ein bisschen kacke, weil der Ping dann halt die Arsch ist. Der große Typ mit der Keule ist übrigens ziemlich fies, der macht eine Menge Schaden und je lower sein Leben wird, desto schneller haut er zu. Ja, man sieht schon, der geht jetzt gut ab. Also lasse ich mal auf dich los. Oder ja. Der macht halt einfach mal nichts. Den Scheißhaufen. Meine Kraft kehrt wieder. Ich meine, du verbringst auch die meiste Zeit, die du am PC bist, mit aufnehmen. Nö, jetzt gerade nicht, da ich ja hier mit meiner Freundin zusammen wohne. Und da sie das nicht so findet. Das heißt, von dir werden jetzt durchaus weniger Videos kommen. Ja, geht so. Nachdem deine Upload-Frequenz ja in letzter Zeit eh schon wie Arsch war. Heißt wie Arsch, also. Ich hatte halt kein Internet. Ich bin umgezogen. Ich hab nur deinen Signature-Move zitiert. Aber hier können wir jetzt Gefangene befreien, dann kriegen wir ein bisschen Zusatzerfahrung, wenn wir das machen. Ist aber nicht zwangsweise nötig. Wenn man alle befreit, kriegt man sogar noch ein super Achievement. Was kein Schwein braucht. Ja, deine Hunde, man merkt schon, die sind richtig stark. Die machen ja, 3 Schaden oder so. Also 3 Schaden, das ist ja schon mal mehr als 2. Ja, das ist es. Warum habe ich dieses ganze Zeug hier? Weiße Sachen solltest du nicht mitnehmen, nur blaue und gelbe. Ja, ich weiß, gelbe. Deswegen ja. Deswegen frage ich mich, warum habe ich die hier in meinem Inventar? Bist du überhaupt hin? Siehst du auf der Map den blauen Pfeil? Na, warum bist du dort? Weil wir da weiter müssen. Warum sind wir nicht noch hier unten? Weil da unten nichts mehr Interessantes ist. Hier oben geht's weiter. Sehen aber noch diese Typen rum und haben Spaß. Ja, dann mach sie tot. Guck ich noch. Also. Oder zumindest ein bisschen. Warte doch. Ja, wer den Questtext lesen kann, der weiß, dass wir gleich einem Boss gegenüber treten müssen. Wirklich? Der erste. Fühle mich nicht bereit. Der erste des Aktes. Und gleichzeitig auch der einfachste. Muss ich annehmen drücken? Was steht denn sonst noch zur Auswahl? Abbrechen. Das kannst du natürlich auch. Abbrechen. Mach was du möchtest. Ach, du hast einen Erfolg. Meine So viel Sand und kleine Förmchen. Kann ich da in diese Grube laufen? Nein, man kann nicht runterfallen im Spiel. Lame. Aber wir können ja mal den Bosskampf anfangen. Keine Lügen mehr. Keine Illusionen. Ihr werdet jetzt sterben. Unwichtig. Kann man die Sequenz auskippen? Ja, kann man. Der Mensch hat ja gesagt, es ist mir egal, was du laberst, du wirst jetzt sterben. Das ist genau das, was er immer sagt. Und die Olle kann einfach mal nichts. Das ist doch super. Ja, immer wenn man 25% vom Leben weg hat, ruft sie den phasende Keulentypen. Dann kann man die wieder hauen. Das zieht im Prinzip den Kampf nur hin.
Aber wow. Ansonsten ist sie nicht wirklich anspruchsvoll. Ist so gut. Sie hat ihre eigene Fernsehshow bekommen. Ja, Oprah. Oprah? Wieso denn Oprah? Oprah in so einem komischen Kostüm, wie sie anhat. Das wäre toll. War Oprah nicht ein dickes Schwarzer? Ja. Das ist so spontan die einzige amerikanische Frau, die mir entfällt. So, das war toll. X ist tot. Unglaublich. Und drei gelbe Items. Zwei. Nicht drei. Zwei. Ja, ich hab auch ein ledierter Smaragd. Ich habe auch einen ledierten Kackstein gefunden, den ich nicht brauche. Was ist das hier? Gucken, habe ich jetzt eigentlich irgendwas Gutes dabei? Ah, 9 Vitalität. Das ist doch nett. Ich habe eine Waffe mit 15 Vitalität. Eine Waffe mit 32 Vitalität. Das ist natürlich höchst erfreulich, sowas. Weil jetzt bin ich über 1000 Leben. Genauso gehört sich das und dann können wir erstmal zurückporten. Stadtportal ist auf T, falls du es nicht mehr weißt. Ja, das weiß ich noch. Aber unser Schara von den. So. Ich muss ja erstmal mein Inventar durch. Nudeln. Ja, und jetzt geht es im Prinzip darum, die Stadt zu befreien. Das ist. Ja. Wie soll man sagen? Sehr spannend. Und weil es so spannend ist, wird das Ganze über einen unglaublich langen Zeitraum hingezogen. Dead No Ring. Der Macht. Bei Ringe solltest du am Anfang eher auf sowas mit 2 bis 4 Schaden und sowas gehen. Die sind um einiges stärker. Hab ich nicht. Ja, das aber da gibt's den Hinweis. Ich hab hier noch einen. Aber noch keine Heizkette. Hier. Yeah. Ich habe ja so ein bisschen Zeug in der Kiste. Cool. Lässt sich für so viel besser mit deinen tollen Ringen, was? Nein, das ist im Prinzip auch nur Müll, aber nimmt mir halt einen Slot weg. Gucken, Level 16 müssen wir noch. In 2 Level müssten wir gesockelte Sachen kaufen können, denn das Ganze ein bisschen schneller vorantreiben hier. Verkaufe ich mal den ganzen Scheiß. Den sowieso niemand haben will. Ich kaufe mir mal. Möchtest du ein seltenes Schwert haben? Wenn's gut ist. Ich hab keine Ahnung, was es tut. Leg es mir einfach auf den Boden. Ich zeig dir, weil man das färben. Also man kann sich hier Färbemittel kaufen, kann dann seine Items färben. Jetzt sehen wir. Ist mir das egal? Hübsch aus. Ne, das ist schon cool. Ich will ja nicht meine Sachen färben. Ich will einfach nur Leute töten. Das ist sogar besser. Hier kannst du das Blaue haben. Ich hab jetzt Geisterwandler. Verlasst euren physischen Körper und betretet die Geisterwelt, um euch schneller an Gegnern vorbeizubewegen. Brauche ich das? Eindeutig nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Zauber. Wirklich? Ja, weil du da, wenn du unsichtbar bist, hast du God-Mode. Gut, dann nehme ich jetzt meinen God-Mode. Das ist eh verdammt lame, dass die meisten Klassen God-Mode haben. Grausige Heilkugeln stellen 10% des maximalen Manas wieder her. Brauche ich nicht. So, jetzt. Ach, verdammt, das habe ich aber statt einen Hunden. Was hast du? Dann will ich. Probiert. Ja, wir müssen jetzt mit Ashara reden. Das ist die Olle, die wir am Anfang schon mal kurz erblickt haben. Die. Kann ich das? Ja, rede. Nein, nein. Ich habe jetzt statt meinen Hunden God Mode. Achso, du hast die tollen Hunde weggemacht. Ja, wann gab's in den letzten Slot bei Level 19? Haben wir denn noch einen Slot mehr? Ereignis, der imperiale Thronsaal von Kaiser Hakan. Super. Annehmen. Unglaublich spannendes Event des Kaiser Hakan. Irgendwie schmächtig aus. Cool, gehen wir ihn weg. Für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Ja, und denen seine Wachen sind halt, wie man schon sieht, auch so eine bösen Nazis, die uns jetzt angreifen wollen. Nazis. Die Nazis. Nazis unter dem Eis. Ja, Mittelpunkt der Erde.
Das nicht, aber du kannst den spannenden Film gerne erklären. Nein, kann ich nicht. Ja, das ist schon irgendwann anders macht. Ja, in irgendeinem Video hast du es schon mal. So. Das sind jetzt auch alles nur Schlangendinger. Das heißt, wir prügeln jetzt, beziehungsweise die Olle macht die alle tot. Wir prügeln jetzt den Rest hier noch weg. Für die paar Leute, die sich für das LP interessieren und auch die Cutscenes sehen wollen, ihr verpasst da nichts. Ja, also, die sind echt lahm. Das Spiel ist einfach nur sinnloses Geschnetzel. Und jetzt müssen wir hier, jetzt sind irgendwie alle Wachen von dem auf einmal diese Schlangenteile und jetzt müssen wir hier flüchten. Und das, ja. Das ist eigentlich relativ hübsch. Ich finde das eigentlich ein ziemlich hübsches Gebiet hier. Vor allem erinnert ziemlich stark an Diablo 2. Da haben sie irgendwie nicht wirklich kreativ gehandelt. Aber na gut, es sieht hübsch aus. Die Dinger hier, die einfach nur dastehen und sich drehen, das sind die nutzlosesten Gegner im Spiel. Die können nämlich nichts. Die drehen sich halt. Ja, sie drehen sich. Das sind die Basic-Blades. Es ist vor allem, wenn man eine... Ja? Nein, erzähl du, erzähl. Ja, vor allem, wenn man eine Fernkampfklasse hat, dann sind die sehr stark, weil... Die treffen halt nie. Ich gehe sowieso immer lieber näher ran. Und freue mich. Wie sie mich dann verprügeln. Also, erzähl deine Story, wie du gerade anfangen wolltest. Ich hab gestern gesehen, es gibt jetzt auch neue Beyblades. In der Werbung. Oh ja. Es gibt Beyblade-Werbung? Ja, es gibt Beyblade-Werbung. Ich glaube, auf Nick kommt ja... Beyblade. Bei meiner täglichen Dosis SpongeBob oder sowas kam dann halt auch diese Beyblade-Werbung. Halte ich fest, die neuen Beyblades rotieren jetzt andersrum und nennen sich Beywheel. Krass. Oh ja. Sind jetzt keine Blades mehr, es sind jetzt Räder. Dinger. Also hat man dann im Prinzip so einen Traktorreifen, der sich dreht. Oder ziemlich. Aber sehen die noch genauso aus. Das ist natürlich verdammt geil, ich glaube, ich werde mir sowas direkt kaufen. Was kostet denn sowas? Sagen die den Preis in der Werbung? 15 Euro. 17? Oh, 15 oder sowas gibt so ein Ding. Wow, das ist ja voll preisgünstig. So, ich habe Dafür, Skill. Dass man dann so ein Spielzeug der unendlichen Genüsse und Spaßhaftigkeit haben kann, muss es einem das doch wert sein. So, jetzt müssen wir in die Kanalisation. Das ist ein tolles Gebiet, weil das ruckelt meistens wie Arsch. Und müssen die Mutter von Lea finden und befreien. Von der sie ja am Anfang mal dachte, dass die tot ist. Nicht tot. Nein, wir müssen sie ja retten. Und ich habe jetzt hier diesen komischen neuen Skill, der, um ihn mal zu erklären, da wird der Mensch halt praktisch auch unverwundbar, wie bei fast jedem seiner Skills. Haut dann einfach mal 7-mal irgendwelche random Gegner im Gebiet. Das kennt man also aus... Also, er macht das, was er immer macht. Ja, aber man kann es halt nicht steuern. Das ist... Für dich als LoL-Spieler ist es so wie das Ulti von Fiora. Ansonsten kennen die meisten das vermutlich auch aus Dota. Naja, es macht einigermaßen Schaden, aber ist jetzt nur für den Anfang gut. Ja, da kippt halt ein bisschen was um. Hat aber ewig langen Cooldown. Einen halben Minute. Wirklich? Ein Ring mit 17 Vitalität kannst du haben. Ey, cool. Vielen Dank, oh großzügiger Spender. Für deine, ach so, großzügige Spender. Ja, das habe ich eh gerade nur gefunden. Doch egal, Spende sind Spender. Ich wollte irgendwas wollte ich noch zu dem Beyblade sagen, aber irgendwie ist mir das gerade so entfallen. Das ist sehr tragisch, weil das war bestimmt höchst intelligent. Ja, das war es mit Sicherheit. Oh, wie die Gehunde. Ja. Da lang. Ups. Der Welt ist immer extrem intelligent. Erinnere dich doch nur an die tollen Videos, die wir geschaut haben. Oh ja. Mit dem Typen, der total viele Zuschauer hat, obwohl er nur Werbet-Videos macht. Ja, ganz genau. War es nicht. War es nicht zwei kleine Kinder? Ach nee, das wäre ja nur einer, das wäre ja noch viel lächerlich. Ja, ihr müsst euch einfach mal auf YouTube Beyblade-Videos anschauen, die sind echt spannend. Vor allem, wenn sie 2 Sekunden gehen, weil die Beyblades einfach beim Starten direkt umfallen. Das ist schon actionreich, so ein Kampf. Natürlich. Beyblade sowieso äußerst spannend.
Ich muss ja leider vorstellen. Ich muss ja leider sagen, dass ich auch einen hatte. Wolltest du auch einen? Ja, das war ja damals. Ich hatte nur jede Menge Yu-Gi-Oh! Karten. Jede Menge. Davon hatte ich nur einen Starter und ein paar Booster. Das ist ja schon fast jede Menge. Ja, das ist ein Starter, waren 40 Karten. So, da ist ja, die olle Nutte, so die ist da gefangen. Da sind auch 10 Karten immer drin, oder? War das nicht so? Ich glaube, da waren 5 drin. Ich weiß nicht genau. Irgendjemand wird das bestimmt in den Kommentaren erwähnen. Auf jeden Fall war irgendeine super seltene Karte dabei. Ich hatte immer das ursige Glück, alle super, super, super seltenen Karten zu kriegen. Ich dann gegen Scheißkarten eingetauscht habe. Schlau. Weiß, ich bin der Beste. Ich habe gar nicht getauscht. Ich war immer wie ein Jude und habe an meinem Zeug festgehalten. Ist ja auch richtig irgendwo. Nö, im Nachhinein finde ich das dumm, weil der eine mir irgendwie 20 Euro für eine Karte geboten hat und ich dachte, nö. Ja. So, Cutscene wegdrücken, das ist halt schon cool. Cooler Typ. Nämlich Cutscene.